Hallöchen und willkommen zurück hier auf Ulzuwan bei der Multiverbande gegen den Ivas und den Kuka. Brodos Zerg, ein Mirror Match. Das ist auf jeden Fall eine Tempest Map. Das ist eine Flieger Map auf jeden Fall, ja. Vorne Zubau mit Mass Cannons, Walls, keine Ahnung. Nee. Ja, mal gucken, was der Gegner bringt und dann auch entscheiden. Ja, ich gehe jetzt auf den Flieger. Machen wir komplett Flieger, oder? Ja. Probiert einfach mal Massflieger, das neue Metall. Ich finde halt Kolosse sind wieder besser geworden, dadurch, dass die jetzt halt dieses schießen können, entlaufen und schießen können und nicht erst den Turm drehen müssen. Ja, das ist schon hart. Kannst du schön Hit and Run machen mit Kolossen mittlerweile. Bei einem Klipper hoch, Klipper runter zur Not, ne? Klipper hoch, Klipper runter. Ja. Du musst es zwar erstmal hinkriegen, aber ja. Theoretisch ja. Dann kommt jetzt, dass das Scout das spielt. Na, also kein Canaris, ist schon mal gut. Ist doch gut, wenn er spät kommt. Doppelgas, Standard, das hat ein Zerg, schönes. Gar kein Gas, ist das schon cool. Du hat er schon, ne? Baut er. Nee. Noch hinten war er in der Ecke. Hat er gerade erst angefangen. Mach mal Brodus-Eröffnung, Doppelgas. Das als Zerg ohne Echse? Ja, Zerg hat eine Echse. Achso, ich hab da von der Brodus. Nee, nee. Brodus hat noch keine Echse. Wenn er jetzt eine Echse hätte, wäre er tot. Bei der Riesen-Map? Na doch, das kostet so viel Zeit. Ne, Two-Base-Flieger spielt, ne? Two-Base-Move. Ja. Übrigens seine Base ist offen. Ist der Scout noch dran? Ja. Ich sehe ihn. Jetzt hat er meine Sonde erwischt. Queen ist noch nicht draußen. Ja, nee, Queen kommt doch nicht. Steckt gleich hoch. Ich kann höchstens Zwillinge mal bauen hier. Oder mal mit, ja. Ich werde jetzt nicht langsam meine Echse nehmen. Was wünscht ihr? Niemand kann uns aufhalten. Die Schlacht wartet. Nur die Gläubigen dürfen nicht. Einen Linger hat er auch schon. Vorwärts. So soll es geschehen. Unser Denken gleich. Die Templer rücken vor. Hor Salah. Die Erstgeborenen werden siegen. Rayur wird seine Sonne wieder nehmen. Die Templer rücken vor. Unser Denken gleicht sich. Ich bin die Stimme der Finsternis. Hexe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich habe meine Dings verloren, naja. Wir sind eins. Eine Sonde. Fahrsonden habe ich erwischt, aber wahrscheinlich habe ich dadurch auch für mich ganz schön delayed. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also mit Zergling kann uns die Bude dann einrennen, ne? Ja, ich habe noch nichts. Ich will jetzt rein scouten, nicht aus. Nee, doch nicht. Ich wollte es muten. Phoenix. Ich will Tempest bauen, ich will keine Phoenix. Ich baue direkt Tempest.
Noch ein Scouten bei dir. Und noch gucken, ob wir geäxt haben. Relativ spät geäxt. Ja, du oder die? Ich. Ach, das ist immer nicht schön, wenn ich das höre. Kommt auch was hier von ihm? Da kommt eine Ollin, sind tot. Ich bin hier in die Schatten. Vielleicht auch nicht. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Nicht genügend Energie. Ich vermute, das waren genau richtig. Gas übrig? Nee, gell? Nein, ich brauche Gas. Nicht genügend Energie. Ihr benötigt mehr Wespen. Ich verdammt wenig Gas. Ich finde es aber gut, dass hier der Dings jetzt übelst schwach geworden ist. Der hat Hydra, der Typi. Ja. Ihr habt nicht Upgrade durchgeführt. Ihr benötigt mehr Wespengas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Guckst du mal, ob du noch ein bisschen Schaden anrichten kannst. Guckst du mal, ob sie irgendwo geäxt haben. Nö, nee, noch keine dritte. Dann nehme ich eine dritte. Und da reicht die Schildbatterie nicht gegen meinen Pinwinkels. Nee, das reicht definitiv nicht. Wie das könnte da wohl so ein Nix kommen, ne? Hallo. Oh. Squawler. Linge, es kommen Linge. Sollte vielleicht immer Speed anfangen, meine Dinge. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So geht's. Bestätigt. Bisschen Gas übrig, Nicke. Ah, das brauche ich nicht. Nee. Guck mal, wo das geäxt. Geäxt. Nein, man wird nicht geäxt. Hast du hier schon geguckt? Ja, ja, aber nichts. Der hat hinten geäxt, weil der Base sich abbiege. Bei uns ist wieder Dings drin. Wo? Keine Ahnung, irgendwie hier so. Ah, ist er. What? Scheiß Hydra. Mau nicht mehr weg. Oh, bei uns kommt ein Gegner. Hast du halt was? Ja, das ist ein Tod. Guck genau, tot.
Nur noch vorgucken, ne? Ja. GG! War ja jetzt so easy. War ja nicht viel passiert, ne? Ne, du musst halt nur immer stressen. Und dann passiert stressen oder abwehren. Ja. Der konnte nicht mehr zurück mit seinen Hitbars, weil den nichts gleich zerstört mit dem Flieger. Ja, richtig. Boah, Ressourcentechnik war ich weit vorne, ne? Wo ich nur zwei Bases hatte. Jo. Ja. Meine dritte kam jetzt nicht zum Zug. Na. Na gut, dann würde ich sagen. Sie haben ich war Armee weit vorne. Wir sehen uns in der Endcard. Genau. Tschüss, tschüss. Und da sind wir auch schon in der Endcard. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wer nichts verpassen will, kann natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Dann findet ihr oben rechts den StarCraft-Projekten und ein anderes unserer Projekte. Dann schaut doch morgen wieder ein und tschüss, eure Rudi Bermande.